Tja, meine Damen und Herren, das Bergische Land ist eine Gegend, da kann man später mal mit seinen Enkeln durchfahren und sagen, guckt mal, so hat man in den 50er Jahren gelebt. Unser Land ist so dünn besiedelt, Einheimische lernt man doch meistens nur bei Verkehrsunfällen kennen. Kein Mensch spricht heute mehr über BSE. Es ist aber auch kein Wunder, es gibt ja kaum noch Kühe. Die meisten haben im letzten Jahr als Pferde verkleidet das Land verlassen. In den meisten Schlafzimmern gibt es heute kaum noch Sex. Nur weil die Männer nachts hinter den Gardinen stehen und nachgucken, ob ihr Auto noch da ist. Ja, das Bergische Land liegt zwar nicht am Arsch der Welt, aber wenn man sich auf die Zehenspitzen stellt, kann man ihn von dort aus sehen. Mit der Zeitumstellung zweimal im Jahr haben wir überhaupt kein Problem. Sommerzeit ist bei uns, wenn die Straßen gesperrt sind und die Umleitungen geöffnet. Das Schwimmbad bei uns im Dorf ist der einzige Ort, wo man auch im Sommer frische Pilze bekommt. Langes Wochenende ist bei uns, wenn die Sonntagsfahrer schon freitags unterwegs sind. Und wenn Sie mal durchs Bergische fahren und sehen irgendwo ein Schild, Vorsicht Nebel, einfach nicht beachten. Blödsinn. Entweder ist Nebel oder man kann das Schild lesen. Bauernhöfe im Bergischen Land sterben langsam aus. In den letzten 10 Jahren hat jeder fünfte Bauer aufgegeben. Sie finden einfach keine Frauen mehr. Wer von den jungen Dingern heute geht heute noch in den Stall ohne Kamera? Mein Nachbar hat jetzt eine Anzeige aufgegeben. Bauer mit Wald sucht Bäuerin mit Kettensäge. Zuschriften nur mit Bild von der Kettensäge. Aber Vorsicht, meine Damen und Herren, Kettensägen sind nicht ganz ungefährlich. Leute, die bei uns richtig damit umgehen können, kann man an 7 Fingern abzählen. Jetzt baut er seinen Kuhstall um, ich sag, willst du deinen Viehbestand vergrößern? Ne, seht ihr, jetzt werbe ich um Touristen, die kann man besser melken. Wenn Sie bei ihm mal ein Zimmer mieten sollten, bitte seien Sie tolerant. Wenn Sie abends ins Bett gehen und finden auf der Matratze Ungeziefer, nicht gleich reklamieren, vielleicht ist bei ihm gerade spanische Woche. Sein erster Gast wollte jetzt von ihm ein Pferd mieten. Er sagte, was soll's denn sein, Stute oder Hengst? Er sagte, das ist mir ja nur schön lang muss es sein, wir sind mit 8 Mann. Er sagte, ich hab da ein Problem, ich hab noch nie am Pferd gesessen. Er sagte, das trifft sich gut, ich hab da ein Pferd, das wurde noch nie geritten. Der hat dem das älteste Pferd aus dem Stall gegeben. Dem müssen sie heu schon zoppen. Ich sag, so ein Pferd kannst du doch nicht vermieten. Das ist doch auf einem Auge blind. Er sagte, und?
Sie hat, was du darum hinwischst, nicht sieht, sieht darum rückwischst. Jeden Freitag steht er auf dem Viehmarkt und verkauft die Flügel. Ich sag, was machst du für ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter? Gehen die Geschäfte so schlecht? Sagt die Kundschaft wird immer kritischer. Die betrachten so ein Hühnchen dreimal, ja betasten es so ja und kaufen es dann doch nicht. Ich sag, wem sagst du das? Ich habe 2 heiratsfähige Töchter. Ich sag, wie viele Hühner hast du denn? Seht ihr genau 100 Stück, davon legen 99 Eier. Ja, ich sag, und das 100, das führt die Bücher. Nee, der ist so eingebildet, der glaubt tatsächlich, das Brett, das er vom Kopf hat, sei aus Mahagoni. Nur weil er berühmte Vorfahren hat. Sein Großvater war 1923 auf einer landwirtschaftlichen Ausstellung als 1000. Besucher geehrt worden. Zum Gedenken daran hat man in seinem Geburtshaus jetzt eine große Tafel errichtet. Nach Bergisch Gladbach 23 Kilometer. Er hat jetzt beim ADAC angerufen. Seht, Sie müssen mir helfen, ich habe Wasser im Vergaser. Seht, wir kommen sofort. Wo stehen Sie denn? Ihr seid im Dorfteich. Ne, der kauft sich Schuppen für sein Toupet. Ich habe ihn jetzt beobachtet, wie ein wild gewordener Bulle wütend hinter ihm herläuft. Ich sage, halte durch, ich hole ein Gewehr. Sagte, lass dir Zeit, ich habe 2 Runden Vorsprung. Jetzt war er bei unserem Dorfarzt, weil er Schmerzen in der rechten Hand hatte. Nach der Untersuchung meinte der Doktor, machen Sie noch viel Gartenarbeit. Er sagte, selbstverständlich, sagte, sehen Sie, dann haben Sie die Gartenkralle. Applaus 92% unserer Bewohner sind mit unserem Arzt zufrieden. Der Rest ist tot. Doch wenn bei uns im Dorf der Chor der Landfrauen singt und die Kuh im Stall ihr Euter schwingt und wenn dann noch kräht der Hahn auf dem Mist, dann weißt du, dass du im Bergischen bist.